So, ich habe dieses Hühnerfleisch mariniert. 3 Stunden. Und zwar, ich habe das da hinten alles, Sojasauce, ein bisschen Speisestärke, so Mondamin und Zitronensaft. Und das ist ja, das ist die Sojasauce. Da gibt es helle und dunkle. Es ist nicht sehr viel, was hier übrig bleibt, aber so ein bisschen. So, und das tue ich jetzt in, also in die Pfanne. Das wird eine Hühnerpfanne. Ich hoffe, Sie mögen Hühnerfleisch. Ja, selbstverständlich. Ja, das ist doch was, das ist fast jeder, glaube ich. Hühnerfleisch. Außerdem und gibt es kein BSE bei Keine Gefahr, genau. Nichts, 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 nichts. So, ein bisschen Öl. Und dann... Gibt es eigentlich eine ukrainische Küche oder ist das dieselbe wie die russische? Es gibt auch ukrainische Küche, aber es sieht ähnlich aus wie die russische. Es ist ein bisschen geändert und ist ein Mix, aber es schmeckt sehr gut. Gut. Für uns war es große Überraschung, wann wir das erste Mal nach Bayern gekommen. Die bayerische Küche hat sehr viel Ähnlichkeit mit ukrainischer. Wirklich? Das höre ich zum ersten Mal. Jetzt nimmt und er mich schmeckt genauso gut. Jetzt nimmt er mich auf den Arm. Jetzt nimmt der Vitali mich auf den Arm. So, und? Ja, jawohl. So. Das wird jetzt einfach, das ist übrigens, das könnt ihr euch merken, das könnte sogar jemand machen, der nicht so oft, ihr kocht nicht so oft, oder? Wir kochen nie so oft, aber es macht riesen Spaß. Ja. Es erinnert mich nach einer Operation. Ja. Wie die Doktoren machen eine Operation, ist sowas und Ähnliches. Und ihr esst gerne. Und ich finde, wenn man gerne isst, dann hat man eigentlich auch Interesse im Kochen. Ihr habt natürlich wenig Zeit, ne? Leider wenig Zeit. Aber wann haben wir Zeit? Dann gerne. Gerne. Ja. Und bei Ihnen kocht die Frau? Ja, kocht meistens Frau. Ja. Ja, für Vitali ist gut, aber für mich ist auch gut, weil dann kommen Sie vorbei. Genau. Sehr schön. So, also ich habe Ingwer. Ich muss mal gucken, habe ich hier einen? Ja. Die kann man ja jetzt, das früher gab es das in Deutschland nicht. Das kam nur in Asienläden. Heute kann man das in jedem Gemüseladen kaufen. Und es sieht aber künstlich aus. Ich meine, nee, das sieht interessant aus. Es aber nicht künstlich. Es ist, ich meine, wie ein Kunstwerk. Ja, wie ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk, ja, Kunstwerk, genau. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Oh. Ganz intensiv ist das. So, und das habe ich geschält und habe es klein geschnitten. Und dadurch kommt auch ein bisschen Schärfe, aber nicht zu scharf. So, und Knoblauch natürlich. Viel, wahrscheinlich viel in der. In die Mutter hat mit Knoblauch viel gekocht. Genau, oder? Ja. Ja, aber jetzt, Wladimir, isst nicht so viel Knoblauch. Wann er geht. Wenn er abends zu den schönen Mädchen geht, dann darf er nicht stinken. Aus dem ist wichtig auch, dass die Kaugummi dabei ist. Dann findet ja, danach, nach dem Essen. Ja, da als Empfehlung. Es, ja, auch sowas da. Ja, Sie haben auch gut vorbereitet. Ja, das kann ich professionell. Angst, kannst du ruhig essen. So, dann habe ich etwas sehr Ungewöhnliches. Ich brauche Koriander gemörsert. Da kann mir einer von euch, der, ich glaube, der Vitali kann das hier besser. Einfach mit starker Hand. Boah, das muss ich sonst selbst machen, mit meinen schwachen Muskeln. Das ist was ganz Ungewöhnliches. Das sind getrocknete Aprikosen. Schmeckt bestimmt ja, sehr gut. Gut, probier mal. Kann ich probieren? Ja, natürlich. Ich glaube, es wird schmecken sehr gut. Ich glaube auch. Oh, ja. Ich glaube auch. Das ist eine tolle. Und am Schluss kommen auch noch Pflaumen rein. Ich bekomme schon langsam Hunger. Ja, das gibt's ja gleich. Das kriegt ihr gleich zu essen. Wie war denn Amerika? Wunderbar. Als wir uns letztes Mal gesehen haben, seid ihr gerade nach Las Vegas. Genau, es ist wunderbar gelaufen. Und natürlich, Las Vegas ist eine verrückte Stadt. Wahnsinnig. Es ist wahnsinnig verrückte Stadt. Es ist wie ein Märchen. Ja, ja. Aber was war interessant, in jedem Hotel gibt eine spezielle Küche. Ja. Und ja. Man kann essen überall und verschiedene Küche, verschiedene Spezialitäten. Gibt es auch Russisch eigentlich, habt ihr gesehen? Leider. Leider nicht, oder? Haben wir nie gefunden. Ich glaube nicht. Aber in, können wir auch machen. Aber in Hamburg gibt es doch russische Lokale. Ja, gibt es. Auf jeden Fall. Und was Interessantes war, wir waren erst einmal vor 5 Jahren, es war ein russisches Lokal, also es hat geheißen so Nevsky. Ja. Komisch, aber
Es war also kein einziger Russe dort. So, aber das Essen schon. Aber das Essen war. Aber keine von uns, nein. Aber jetzt, ich meine, es gibt doch eine Menge Russen in Deutschland. Ja, denke ich mal. Ist schon so. So. Curry, ein bisschen Curry. Aber was komisch finde ich, zum Beispiel in Ukraine. Man kann finden nicht so viele ukrainische Restaurants, aber so viele deutsche Küche schon. Ja? Da. Weil ukrainische nationale Küche jeden kann zu Hause essen. Ja. Das ist bei uns ja auch so. Es gibt ja viele italienische und so. Sehr viel. Die Leute gehen gerne. Ein bisschen Curry, ist das okay? Mhm, ja, etwas exotisch, wird ein bisschen scharf dadurch. Also es war bisher... Oh, riecht schon... Riecht schon toll, ja. Ne? Ja. Das ist Lauch. Lauch. Und die Aprikosen habt ihr probiert. Curry, jetzt kommt der Koriander. Ich habe noch ein bisschen Öl dazu gegeben. Ich tue noch mal ein bisschen Öl. Oh ja, ich sehe, jeder hat was zu tun und ich glaube, ich würde das testen. Ja. Sehr gut, danke. Wunderbar. Ja. Denke ich, das ist nicht so staubig. Aber auf jeden Fall viel feiner, als wenn ich es gemacht hätte. Dankeschön. So, ich habe ein bisschen eine Aufgabe für Sie. Ja. Etwas heißes Wasser aus diesem aus dem Topf. So halb voll. Ja. Ich mache jetzt eine kleine Fleischbrühe. Hat die Mutter viel gekocht zu Hause? Ja, selbstverständlich. Aber sie war berufstätig, ne? Ja, sie war berufstätig und trotzdem jeden Morgen, Mittag und Abendessen. Ja, okay. Hat sie selbst zu Hause gekocht? Sie selbst zu Hause gekocht, weil unser Vater war auch sehr viel beschäftigt und kommt meistens, unsere Vater haben wir gesehen, ganz früh oder ganz spät. Er war General oder was? Oder? Ja, er war Offizier. Militär. Ja, beim Militär, hoher Offizier. Ne? Militärpilot. Und, deswegen waren sie auch so viel unterwegs, nicht? Sie haben nicht in einem Land gelebt. Das ist ganz interessant, aber Vitali ist in Kirgisien geboren, ich bin in Kasachstan geboren, dann sind wir nach Tschechei angereist, dann von Tschechei nach alte Heimat von unserem Vater, nach Kiew. Ja. Und dann ist unsere Familie dort geblieben. Und was ist interessant, wo haben wir so viele Plätze gewechselt und jedes Platz haben wir versucht, verschiedene Essen. Das wollte ich gerade fragen. Haben Sie denn in Tschechien dann auch tschechische Sachen gegessen? Genau, in Asien asiatisch, in Tschechien tschechisch und dann in Ukraine ukrainisch. Und das alles unsere Mutter hat gelernt. Hat auch dann, wenn sie in Tschechien war, hat sie dann auch tschechische Sachen gekocht? Ja, sie hat tschechische Sachen gekocht probiert und deswegen unsere Mutter, das ist eine Wunderkoch. Ah, meine aber war auch ein Wunderkoch. Böhmisch, böhmisch, oh, wenn die gekocht hat. Ohne Kochbuch, ohne alles, fantastisch. Und wenn man sie gefragt hat nach dem Rezept, hat sie gesagt, oh, so ein bisschen so, so, so. Sie hat nie verraten, wie sie das macht. Das ist ein Geheimnis. Ja, ja, weil von den Müttern kann man nur lernen, wenn man schaut, zuschaut. Aber wenn man fragt, kriegt man nicht so viel. Und jedes Mal, wenn wir kommen nach Hause, nach Kiew, dann rufen wir an und sagen, dann bestellen wir. Wir machen gerne was, das, was das, ihr das. Ja, genau. Ja. Dann unsere Mutter wartet auf uns. Ja, ja, das, bei uns war Spezialität, wenn ich mit dem Auto zu Besuch gekommen bin, aus Mainz, wo ich beim ZDF war oder München, habe ich auch angerufen, in 2 Stunden bin ich da. Und da gab es immer, weil ich abends spät kam, eine Rindersuppe. Eine richtig mit viel Rindfleisch und Gemüse. So, oh, da ist man, hat man Kraft. Das ist für euch. Aber gibt keine Restaurants, wo es besser als Mutter? Mutter nee, ist immer so. Das ist ich weiß auch nicht. Der beste Geschmack ist und, müsst ihr eigentlich vom Boxkampf was Besonderes essen? Ja. Eigentlich, man beachtet auf den Regime und kein fettes Essen, sowas. Viel Kohlenhydrate? Viel Kohlenhydrate, ja. Ist, also italienisch. Pasta. Es auch geht zum Beispiel Weißwurst mit Sauerkraut. Das geht? Also italienische Küche. Und, also auf jeden Fall kann ich scharfes und fettes Essen. Das liebe ich nicht. Ja. Also dies hier ist ein bisschen scharf, aber müsst ihr heute nicht mehr boxen. Aber fett ist es nicht, hast du gesehen. Nur ein bisschen Sonnenblumenöl. Ich liebe den Mix, also was Scharfes und dann ein bisschen Süßes. Das ist ein bisschen asiatisch. Geschmack, eigentlich ist das ein leicht asiatisches. Geht ihr auch manchmal asiatisch essen? Ja, auf jeden Fall. Nur Chinesisch oder Japanisch. Gibt doch Sushi viel in, oder Sushi auch. Ja. Oh, das ist modern. Ja, wer heute mag kein Sushi? Sushi ist fantastisch. Es ist genauso, wenn du nicht Sushi gegessen hast oder nicht probieren hast, dann wahrscheinlich du hast deine E-Mail-Adresse oder kein Internet, also du bist nicht mehr modern. Ja. Aber ich kenne auch Leute, die Sushi nicht mögen. Ja, ich war erst einmal in Japan vor
fünf oder sechs Jahren und komme ich zurück und meine Freundin hat mich gefragt, und hast du Sushi gegessen? Ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. Sie wussten gar nicht, was das ist. Du bist in Japan gewesen und Sushi hast du nicht gegessen. Das ist wirklich das heute unvorstellbar. Aber man muss nicht mehr nach Japan fahren. Überall so viel Sushi. Ja, heute man braucht nicht Sushi essen nach Japan zu fahren. Nee. Fast jede Stadt gibt ein Lokal. Mm, ja. Und schmeckt es? Ein bisschen Zucker. Brauner Zucker. So, also ich habe jetzt wird das noch abgestimmt mit etwas statt Salz. Ein bisschen. Ich liebe Sojasauce. Sojasauce, ganz toll. So, und ganz zum Schluss, eigentlich ist es, glaube ich, fertig. Jetzt kommen noch die. Die habe ich ein bisschen blanchiert. Also Fleisch, Ingwer, Knoblauch. Dann waren die Aprikosen, Curry, Koriander, die Brühe, ein bisschen von der Marinade, brauner Zucker, jetzt kommt noch ein bisschen Pfeffer. Und jetzt im Grunde ist das, glaube ich, schon. Wladimir, probieren Sie doch mal, ob das ist doch sicher schon gut. Ja, fabelhaft. Oder? Ist doch schon gar. Ja, klasse. Klasse. Schmeckt sehr gut. So, jetzt. Die habe ich mit heißem Wasser, mit kochendem Wasser überbrüht. Das heißt, nennt man blanchieren. Und dann sind die jetzt eigentlich auch schon gar. Die sollen jetzt nicht mehr kochen, sonst verlieren sie knackig ihre. Jetzt gucke ich mal, wie. Ich denke mal, die beste Kochen der Welt sind Männer. Eigentlich. Die Frauen kochen sehr gut. Aber jetzt und das Beste ist bei Mutter das Essen. Ja, bei Mutter. Ja, eben, die besten Köche der Welt sind die Mütter. Genau. Und dann kommen die Köche, die Profiköche, und das sind meistens Männer. Ich glaube, der Unterschied ist, dass die Frauen jeden Tag kochen müssen. Für die Kinder, für den Mann. Und wenn Männer kochen, dann kochen sie nur ab und zu, wenn sie Lust haben. Und deswegen. Genau. Ich glaube, wenn man jeden Tag kochen muss, ist es hart. Es ist hart, ja, klar. Das ist hart. Deswegen bewundern wir die Mütter, dass sie trotzdem so gut kochen, auch wenn sie jeden Tag gekocht haben. Und man merkt das sofort, wenn das Essen gemacht von dem Koch, welcher mit dem Wusch gemacht hat, also hat ja Spaß gehabt, ja, dabei, ja, ja, dann merkt das sofort, es schmeckt viel besser. Ich als denn, das gleiche Konzept, das gleiche Rezept, aber ohne Wusch, dann schmeckt es nicht so, ja, gut. Ich finde, auch wenn ich Gäste habe, und es sind Gäste, die ich besonders liebe, dann wird es, glaube ich, immer ein bisschen besser. Es gibt besser. Gäste, welche nicht besonders. Die ich nur liebe. Ja, wir hoffen, dass wir die das besonders liebe. Besonderes. Für euch mache ich was ganz Besonderes. Ja, das ist toll. Das freut uns. Ja. So. Und wann gibt es Zeit, das zu probieren? Jetzt. Dazu trinken wir auch einen Schluck Wein. Oh ja. Ich habe zwei Weine da und möchte, dass ihr entscheidet, was wir trinken. Und zwar ist, das eine ist ein italienischer Brico Manzoni von 96 aus dem Piemont. Da sollt ihr mal probieren. Und dann habe ich aber auch noch was Interessantes. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr das kennt. Also so, das kennt ihr bestimmt, ein schöner Italiener. Das. Riecht schön, ha? Ne? Der hat was. Ja. Ich habe aber noch was anderes. Nur mal, damit ihr auch was. Einen aus Chile. Aus das Chile? Ist jetzt ganz. Haben wir noch nie probiert. Das ist ganz, ganz im Kommen. Chile ist total. Südafrika und Chile ist eine neue Sache, weil die haben immer Wein gemacht, aber sehr primitiv. Und jetzt haben die viel Geld reingesteckt und haben ihre Söhne nach Frankreich geschickt, nach Italien. Die haben gelernt, wie man es macht. Und da die total veraltet waren, haben die völlig neu angefangen und haben überall viel Geld und neue Technik und so und sind fantastisch. Italienische Wein, das ist ein klassischer Wein. Chili, ja. Das muss modern sein. Nein, das ist aber auch auf klassischer Basis. Es geht, es hat so ein bisschen mit der Musik, denke ja. Ich mal. Wein, ja. Weil es so unterschiedlich wie die Musik. Total, es macht die Laune. Total. Jetzt probiert mal. Ne? Würden Sie nicht denken? Ja. Jetzt könnt ihr entscheiden. Wir machen das Essen mal hier. Meine Meinung ist, das zweite Wein von Chile ist gut. Ist toll, hä? Ja. Nehmt euch hier in die Gläser. Ist was Besonderes. So, ich
Gib euch mal was zu essen zum Probieren. Auch haben wir auch etwas. Was? Etwas zu kochen. Ja, ihr macht auch gleich was. Ja. Ja, ja, ja. Na, glaubst du, ich lass euch so gehen ohne. Ich will was Russisches. Langsam bekommt man das Geschmack. Also ich auf jeden Fall. Weil jedes Mal, wenn wir irgendwo sind und dann ist dann Gesellschaft, dann trinkt man Wein oder Wodka, oder, aber nicht so viel. Ja. Nur zu dem Geschmack, nur zu dem Essen. Und ist eigentlich ganz gut. Also. Ja, man muss nicht viel. Danke. Man muss nicht viel trinken. Ja, man sitzt manchmal nachher und trinkt noch, aber der Geschmack ist wunderbar. Ein Glas. Guten Appetit, halt, ein bisschen ja. Pfeffer noch. Ja, das ist wichtig. Mhm, genug. Danke. So. Jetzt probieren wir, ob das auch so gut geworden ist. Mm. Es riecht gut und? Ja, es schmeckt. Schmeckt gut. Ha? Oh ja. Die Mischung, jetzt habe ich verstanden. Ja. Wir sind die guten Gäste. Sehr. Sehr gut. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Sehr liebe Gäste. Mm. No? So wird man stark. Hm. Habe ich sehr viel gesehen? Aber habe ich nicht gedacht, dass es so lecker ist. Aha. Meine großen Komplimente. Und das ist leicht zu machen. Und so einfach, so leicht und so schnell. Ja, und jetzt ein Schluck auf die besonders lieben Gäste. Ja. Und dann müsst ihr ran. So, ich räume ein bisschen auf. Oh ja. Lecker, ha? Auch ja, dazu schmeckt sehr gut. Das sehr ist ganz gut. Wichtig. Wir haben auch was vorbereitet heute. Ja, ihr habt ein bisschen. Wir würden uns revanchieren. Und ist das nicht asiatisch, sondern ist das typisch ukrainische Küche? Und zwar, was ist das? Also ist das 100 Gramm Mehl, 6 Eier, dann, ja, dann ein Löffel Zucker, ein bisschen. Von Salz, so ganz bisschen für den Geschmack. Ja, ist klar. Und dann haben wir noch Milch dazu. Milch, so circa 150 Gramm. Milch, viel Eier. Das ist selbstverständlich, Herr King. Wie viel Pfannkuchen man macht? Ja, 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 natürlich. Das klar. Aber bei einer großen Familie muss man viel machen. Das ist für große Familie. Das ist jetzt schon für große Familie. Und ich habe vorhin gesehen, Wladimir hat schon einige fertig gemacht. Und Sie, Vitali, werden die füllen. Womit füllt man die bei Ihnen zu Hause in der Ukraine? Es gibt nationalische, traditionell, klassisch sogenannte. Ja. Das ist mit Kaviar. Kaviar. Mit Kaviar. Es gibt verschiedene Kaviar, schwarze Kaviar, rote Kaviar. Selbstverständlich in Deutschland habe ich einmal in Geschäfte gegangen, habe ich geguckt, was für ein Preis ist das? Schwarze Kaviar. Unglaublich. Sie wissen, was 250 Gramm, wenn man den besten nimmt, das ist der Beluga. 250 Gramm, 1200 Mark. Unglaublich, die Preise sind für Das ist ein halbes Pfund. Das ist für 2100. 1200. 1200 Mark. Man kann kaufen in Russland, im Markt. Schätze ich 2,5 Kilo, schwarze Kaviar. Ja, ist wirklich. Also, ich hab gedacht, wir wollen es nicht übertreiben und habe gekauft. Etwas Besseres, aber nicht einen schwarzen Kaviar. Nein, das ist... pass auf, es gibt diesen ganz einfachen. Es gibt den einfachen im Supermarkt. Der ist... okay. Sag ich ehrlich, das ist eine Geschmackssache. Und zum Beispiel, wir haben sehr viel Möglichkeit, schwarze Kaviar zu essen. Mhm. Und meine Lieblingste und von Wladimir mit roter. Ja, das ist roter, nur der ist sehr viel besser als der einfache. Das ist eine Firma, die macht ihn so wie schwarzen. Also so der mit Gesalzen, so eine spezielle Sache, die kann man bestellen, kann man aber jetzt in allen besseren Kaufhäusern und so weiter kaufen. Und da kostet 250 Gramm 60 Mark. Da kostet 250 Gramm von dem billigen 37 Mark. Also der ist doppelt so teuer wie dieser, aber das ist wirklich schon was Gutes. Aber wenn man probiert, das kostet das. Wenn man Gutes haben will, muss man Gutes... Ich gebe euch mal zum... Müssen wir mal probieren. So, sollen wir da anfangen? Ja, also... Fingen wir an. Ist schon alles vorbereitet, so wie ich gesagt habe. Ja. Wie Ihre Mutter, also ich habe da rein
das, ein bisschen das, ein bisschen das, ja, ein bisschen davon. So wie die Mutter. Und das bleibt alles im Geheim. Ist ja ein Problem? Ist guter Kaviar. Ja, der ist doch gut. Ist guter Kaviar. Also für Rot? Fast wie schwarze, ja, nur sehr andere Farbe. Nur es wirklich, na, aber es ist wirklich sehr. Dann messen wir ein bisschen. So. Das muss nicht zu viel sein, sondern, ja, sonst würden die ein bisschen dick. Ah ja. Wir brauchen, dass die wunderschön dünn würden. Und die hat die Mutter immer gemacht, ne? Ja. Und ich brauche dann noch das Zeug. So. Sollen wir schon mal ein bisschen was füllen? Wir haben ja hier, der Wladimir hat ja vorher schon gemacht. Wir brauchen noch einen Teller. Ja, da oben sind die, ja, großen, ja. Ja, ich nehme die dann. Ihr das seid der erste Gast, der von oben auf die Teller guckt. Sonst gucken alle von unten und müssen erst mal gucken, wie groß die sind. Und so, es gibt ein Sprichwort, das erste Pfannkuchen kann schlecht sein. Den also, schmeißt man weg. Ja. Das aber muss man nicht wegschmeißen. Das muss auch nicht sein. Muss nicht sein. Bei Profi ist immer, ist auch egal, der erste, erste oder letzte, alle immer gleich. Immer gleich. Na bitte. Ja. Hör mal, ist doch super. Die erste ist es wunderbar geklappt. Weltmeister nicht, ja, nur im Boxen, auch im Leading. Ja. Muss man auch können. Also das sieht toll aus. Das ist ein Riesengeheim. Ja. Aber die Frauen mögen, wenn die Männer kochen können. Sehr. Ja. Die Liebe geht durch den Magen, mein lieber Wladimir. Genau, ist immer so bei den Menschen. Ja, ja, genau, ja, ja, so wie bei einem Mann. Ja. Die Liebe kommt durch den Magen, absolut, von einer Frau, absolut, wenn sie gut kochen kann. Absolut. Manche Frauen bezirzen auch durch Kochen natürlich. Ja, auf jeden Fall. Dann nimmt man so Kaviar. Ja, das muss ich sehen. Aha, und Butter. Ja, Butter. Man kann Oberfläche, ja, mit Butter gemacht. Ja. Dann Kaviar. Schön. Dann super machen wir einfach rollen. Mit Hände einfach rollen wir. Ja. Toll. Na bitte. Es geht bei uns schnell. Hier. Oh, das ist ja hier eine kleine Fabrik. Ah, toll. Eine. Wir können Imbiss aufmachen, denke, ja, ich mal. Ja. Speziell für Pfannkuchen mit Kaviar. Ja. Man muss eine Zitrone. Zitrone. Zitrone brauche ich. Ja, sehe ich doch. Ja. Ja, da ist eine Zitrone. Wir nehmen so einfach. Ja. Ups. So, und die Süße, das wird mit Pudding, habe ich, sehe ich hier. Zitrone passt immer gut. Das muss jetzt so Kaviar. Das muss so. Einen Gabel brauche ich noch. Ja. Ah ja. Mhm. So, na wunderbar. Ich denke, wir werden zum Probieren den einfach in drei, ja, Teile und tun und dann alle probieren. Jetzt machen wir noch einen Süßen. Dann haben wir beides probiert. Na, das geht doch hier fantastisch. Sehr schön. Vitali, lass uns vielleicht erstmal noch einen Süßen machen. Das sieht ja natürlich toll aus. Ja. Das fantastisch. Und so, es ist wichtig, dass die Pfannkuchen dünn werden. Dünn, ja, dünn. Ja, ich sehe, genau, die sind ganz dünn. Da kann man fast durchschauen. So ist es auch. So, wunderbar. So, und jetzt einen Süßen, damit wir den auch noch probieren können. Ein Süßer. Ja. Die genau gleiche Rezept nehmen wir. Ein frischen? Ein frischer Pfannkuchen. Ja. Ich gebe wieder einen neuen Teller. Ups. Ja. Dann schon so weit. So. Ein frischer Pfannkuchen. Ja. Dann nehmen wir so einfache. Ein Pudding? Ein Pudding. Machen wir so mit Pudding. Ja. Genau gleich wie was haben wir gemacht mit der Butter. Ja. Fantastisch. Toll. Und jetzt auch einrollen? Nein, nicht. Noch zu früh. Noch zu früh. Noch zu früh. Noch ein bisschen. Noch dann was gibt so eine Philadelphia Quark. Philadelphia? Ja. Wir nehmen so einfach Quark, ja, und für Geschmack, wenn man möchte Zucker. Mhm. Wenn man möchte, mag süßige. Ja. So machen die Profis. Nehmen wir mehr. Ja. Ah, hat nie geklappt. Hat nicht geklappt? Mach nichts. Also hochwerfen. Genau, ja. So, ja.
Wunderbar. Und noch etwas? Kommt noch was rein? Ja, toll. So ist das. Jetzt gerollt wieder. Das ist wieder. Wunderbar. Und das ist toll. Ah, ich glaube, das zweite Mal. So, dann machen wir wieder. Nein, noch zu früh. Noch zu früh. Zu früh? Ja. Dann nehmen wir. Das muss gut aussehen. Ah. Das ist, muss gut schmecken und gut aussehen. Das ist sehr wichtig. Ja. Man muss ein Künstler zu sein, so zu machen. Toll. Nicht nur ein Doktor wie bei einer Operation. Ja. Wir sind drei Doktoren in der Küche. Ja, und jetzt kommt noch was? Wir nehmen noch. Noch einen Löffel? Oder, ja. Und dann für jeden Teil, weil machen wir drei Teile. Ja. Nehmen ein Stück. Jawohl. So. Jetzt muss es klappen. Eins, zwei. So. Wunderbar. Fast. Aha, habe ich was verpasst. Sehr gut. Toll. Jetzt probieren wir. Und die erste Blini mit Kaviar. Man isst als Vorspeise oder als Hauptspeise. Und mit die Süße ist dann Süße mehr als Nachtisch. Isst man die Zitrone mit oder ist es nur zur Dekoration? Man kann mit Zitrone mitessen. Ja, ich nehme es zur Dekoration. Oder weil Zitrone sowieso ist da. Habe ich ausgedrückt. So, ich nehme das mit Zitrone. Toll. Dann merkt man, der Kaviar ist gut. Und sind Sie ein guter Gast bei uns? Ja. Ein toller Gast. Und die Süße. Und als Nachtisch? Ja. Ein sehr guter Gast. Ganz unser Gast. Fantastisch. Fantastisch. Wir haben gut gemacht. Dali, Ihr Glas. Vladimir. Vielen Dank. Vielen Dank auch. War sehr schön. Vielen Dank. Ja. Lauter liebe Gäste.